Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Und ja, was soll ich sagen? Es ist wieder, also eigentlich ist das die erste Folge nach Enderal zurück in Skyrim, in Himmelsrand. Denn das letzte Mal war ja mehr übersät von Bugs und so. Und ich habe jetzt echt versucht, alles irgendwie da, rauszufixen. Ich habe bestimmt einen ganzen Tag, 2 Tage oder so mit diesen Patches, Fixes gearbeitet. Und was macht Kalia Sakarashir? Du bist aus Enderal. Das Wetter ist schrecklich. Kalia. Hä? Folgt mir. Ja. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne, habe keine Mod, die ich, also was ich jetzt wüsste, die ich installiert hätte, dass ich Kalia hätte. Ja. Ich bin verwirrt, Kalia. Warum bist du hier? Ja. Die hat natürlich nicht so viel Gold. Das ist ja auch geil. Ja, wir sind jetzt wieder zurück in Skyrim. Hochgemoddet. Enderal. War schön. Aber Skyrim ist schöner. Und ja. Nein, also ja. Toll. Das wäre der Hammer. Hat die irgendwas, das ich gebrauchen könnte? Tränke. Die geringe Heilung brauche ich jetzt nicht. Ne. Auch nicht. Und ich würde fast vermuten, dass ich wirklich das Spiel halbwegs stabil gemacht habe. Ich werde öfter speichern, es wird Abstürze geben, das ist ganz klar. Viel ist natürlich auch, dass es in Englisch ist. Ist auch alles in Ordnung. Ich habe nicht so viele FPS. 20, 24, aber das war ja noch nie viel hier, von daher passt das schon. Und, ja. Ich meine, das, wir können ja alle Englisch, von daher passt das schon irgendwie. So. Ja, passt schon. Hat er irgendwas an Xilil Eros? Jo. Ne, die haben da ja eh nie was, ne? So ein Trank ist immer gut. Dietrich nehme ich auch mal mit. So. Dann kann ich dem halt erstmal die schweren Sachen verkaufen, würde ich vermuten, wie immer. Amethysten, Diamanten. Waren das nicht die Dinger, die ich in meiner... Ich kenne mich kaum noch aus, ist das Problem.
Ich muss mal kurz in meine Wohnung. Also die Folge wird jetzt erstmal wieder, ich finde rein in Skyrim. Das war letzte Folge auch schon so geplant. Es hat nicht so geklappt. Moment, ist das mit Kalia vielleicht einfach, weil so ein Scherz, den sich Enderal erlaubt, ist, wenn man. Ich habe das jetzt zurückgesetzt von Enderal aus. Dass dann einfach Kalia oder Jesper Dalvarek da rumlaufen? Ich weiß es nicht. Aber es freut mich. Ich mochte Enderal extrem, aber ich habe das halt alles lieber in meiner. Okay. Hier war mein Tresor, ich verstehe. Ich hatte es alles lieber, dass ich, dann doch die. Moment. Ich muss kurz überlegen. Also, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen. Ich mochte Enderal sehr, aber ich hatte es lieber in der Welt von Skyrim rumzulaufen. Die hat mir halt mehr gefallen. Und auch das Spiel, die Story war natürlich geil von Enderal, aber so das Konzept hat mir bei Lydia? Ja. Hat mir bei Skyrim halt alles mehr gefallen. Aber halt so diese Charaktere, alles was man so übernehmen kann, würde ich am liebsten. Ich hätte am liebsten die Möglichkeit, halt immer nach Ark zu gehen, zu traveln, während ich halt in Skyrim spiele. Also, Entwickler, wenn ihr das wirklich machen würdet, ihr hättet meinen Segen. Ihr hättet wirklich meinen Segen. Das wäre das Höchste, was es, was man mir bringen könnte. Dass ich halt immer traveln könnte und halt die ganzen Charaktere, also ich finde, das mit den Charakteren lässt sich einbringen. Am besten sogar mit Dialogen, aber ich sag mal, wenn die so da rumstehen, das reicht mir ja auch, ne? Hier dieses, das ist ja ein Satz von ihr, glaube ich, auch mit ihrer Stimme. Ja. Das ist ja ihr Satz. Und dass man sowas halt. Ich finde, die passen halt auch klar in Skyrim rein. Die Charaktere von Enderal. Das ist so lore-friendly. Das musste ich aber überlegen. Und. Ja. Allgemein, so viele Sachen kann man da irgendwie reinpacken, finde ich. Also das ist. Ich denke, da lässt sich so einiges machen. Und ich muss auch mal gucken, ob es die ganzen Mods gibt, so. An. Drachenknochen. So. Passt. Passt. So. Warum ich übrigens halb durchsichtig bin. Ach ja, das war der Grund, weshalb ich nach Weiß auf wollte. Ich bin nicht da, wo ich die letzte Folge war, weil ich habe halt extrem viel. In der Welt so ein bisschen rumgelaufen. Das scheint ja Talos, das will ich nicht. Um halt zu testen, wie stabil das ist. Also mein Ziel war es halt, ab da habe ich es für stabil angesehen. Ich kann in jede Stadt schnell reisen, ohne Absturz. Ich kann in jeder Stadt 5 Minuten laufen, ohne Absturz. Okay, man sagte mir, dass das helfen soll. Aber gut, das hat es nicht, aber das ist eigentlich nicht so dramatisch. Und die Grunddinge: Kampf, Schwimmen, Springen und Warten und Schlafen sollten auch ohne Crash gehen. Und das ginge es alles. Also klar, werden können auch Abstürze kommen, aber
die sind dann nicht mehr so prozedural und häufig wie zuvor. War ich von der Drunken Huntsman. Okay. Das sind welche von Mods, Evelyn und Sarah. Janessa, kann ich auch noch. Ja, ich will eh wieder meine Crew machen, also klar, Mjoll und Sewana sind für ewig in meinem Team, die beschwört alles, die schlägt auf alles drauf. Was hatte die eigentlich für... Da. Also die hatte auf jeden Fall dädrische Rüstung, ja, die Battle Axe, ja, 298, mit Lähmung. Ja, da habe ich das wohl auch noch nicht gemacht. Aber ich wollte ja eigentlich die Waffen verkaufen, so. Was wollte ich auch noch machen? Ich wollte jetzt das Amulett von Dibella, den Favoriten. Nee, wollte ich gar nicht. Ich muss das Amulett von Dibella in meiner Wohnung lassen, weil da sonst das irgendwo verloren geht. Das wäre blöd, da könnte ich mit niemandem mehr vögeln. Ach. Sarah. Mhm. Und Evelyn. Okay. Ja, das ist natürlich immer schön, wenn die einen begleiten, aber die haben halt jetzt gerade nur so schöne Kleider an. Nee, nee. Also ich brauche immer noch mein volles Team. Ich brauche eigentlich noch Ayela. Ich weiß nicht, wo die ist. Ayela. Als Bogenschützin. Njoll. Als Kämpferin, die Beschwörerin habe ich eigentlich schon. Und da brauche ich noch eine Allrounderin, die alles macht. So was wie wäre eigentlich Kalia Sakharash. Ja. So. Das ist übrigens das Schöne an OBS, ne, mit dem ich ja seit längeren Jahren jetzt schon aufnehme. Wenn da was abstürzen sollte, ich bin bei Schnellreisen immer vorsichtig, geht die Folge ja weiter. Ich meine, nämlich früher habe ich ja viel mit Fraps aufgenommen. Der glaubt es gar nicht, ne? Wenn ich Skyrim aufgenommen habe. Bestimmte Folge 600 oder so habe ich damit Fraps aufgenommen. Das ist nicht so lange her. Dann musste ich teilweise wirklich. Der hat ja dann immer die Parts gecuttet. Und dann musste ich teilweise, also echt in Sony Vegas, immer die Parts zusammenschneiden, mir aufschreiben, wie viele das sind. Weil die haben ja dann alle so prozedurale Namen, mit denen man ja erstmal nichts anfangen kann. Und da fällt mir gerade was ein. Kann ich die Helligkeit höher stellen? Ja, kann ich. Okay. Weil auch, das ist zwar schön, aber für die Aufnahmen ist es immer wichtig, dass das ein bisschen hell ist. Eigentlich muss es sogar noch heller sein, weil es wird auf YouTube dann nochmal dunkler. Ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist oder stimmt. Aber, ja, jetzt sieht es nämlich zumindest in OBS so aus, wie es aussehen soll. Im Spiel darf es ja heller sein, okay. Ne, hier bin ich falsch. Wo ist denn mein Haus nochmal gewesen? Ob das auf YouTube wirklich mal dunkler gerendert wird, ich weiß nicht, ob es ein Urban Legend ist oder stimmt. Gut, denkst du, das ist nicht mein Haus, oder?
Ich hatte irgendwie im Kopf, dass da Ayela ist. Nee, das sieht eigentlich aus wie mein Haus. Das sieht nicht aus wie mein Haus. Ist das mein Haus? Spire Manor. Nicht zu wechseln mit Menu oder Menu oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist nämlich Dung. Das sieht schon eher aus wie mein Haus. Da müssten auch eigentlich meine Kinder, die ich doch mal adoptiert habe, hier sein. Ja. Und Jordis, die Schwertgeborene. Wer auch immer das ist. Ich hab keine Ahnung, wer Jordis ist. Die Schwertgeborene. Danke. Wie geht es den Kindern? Suche nach Arbeit. Wie wäre es, wenn du einfach mit mir mitkommst? Mhm. Let's talk. Come with me. Nee, du sollst mitkommen. Will you? Now would be a good time for us to have sex? Nein. Ja. Nein, nein, auch nicht. Ayela. Wieso kommst du nicht einfach mit? Das sehen wir in der nächsten Folge. Nein, es ist schon wieder vorbei und ich habe mich gefreut, dass es die ganze Folge perfekt ging. Also würde ich sagen, bis dahin. Ich versuche, die zu forcen, dass sie meine Begleiterin wird. Macht's gut und ciao.